Und dann hat er mich im Würgegriff genommen, auf den Boden gedrückt und gewürgt. Die Brille ist rumgeflogen und ich hatte Todesangst, so habe ich es auch aufgeschrieben. Ich habe gedacht, der bringt mich um. Und meine Kinder haben es mitbekommen. Meine Zeit in der Erotikbranche liegt 15 Jahre zurück. Mhm. Und es gab den einen oder anderen Moment, wo das eben medial wieder hochgekocht wird. Natürlich gab es auch bei mir im politischen Umfeld Leute, die gedacht haben, oh, das ist jetzt aber eine Verbindung, das könnte vielleicht schwierig werden, wer weiß, was sie denken. Ich habe gesagt, ich lasse mir nicht brechen und so. Das war oft mein Dickkopf und ich habe auch zum Richter schon mal gesagt, oder zum Staatsanwalt, es wurde als Kind zu heiß gebadet worden. Es hat mir aber gar nicht geschadet, weil der Richter mochte den Staatsanwalt auch nicht. Ich habe eine Tochter, die habe ich nie aufwachsen sehen. Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Ich weiß nicht mal, ob sie von mir weiß. Es gibt so vieles, was ich bereuen muss. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Gibt's etwas, das Sie so richtig bereuen? Manche Entscheidungen im Leben können uns im Nachhinein ja noch lange verfolgen. Inwiefern kann Reue uns weiterhelfen? Und warum bereuen manche Menschen offenbar gar nichts? Nichts zu bereuen? Das fragen wir uns heute im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Turbulente Zeiten hat Schauspieler Martin Semmelrogge hinter sich. Doch der Schauspieler bereut nichts von seiner Vergangenheit und verspürt vielmehr eine unbändige Lust aufs Leben. Schön, dass Sie heute hier sind. Martin Semmelrogge. 37 Jahre war Marion Seiger verheiratet. Doch trotz gewalttätiger Übergriffe gelang es ihr lange nicht, sich von ihrem Mann zu trennen. Wie sie es schaffte, sich endlich zu lösen und warum sie dennoch Schuldgefühle plagen, davon berichtet Marion Seiger. Schön, dass Sie da sind. Der öffentliche Aufschrei war groß, als Hagen Reinold und die ehemalige Pornodarstellerin Anina Semmelhag ein Paar wurden. Für seine neue Liebe verließ der FDP-Politiker seine Lebensgefährtin. Warum die beiden nichts bedauern, das hören wir von Hagen Reinold und Anina Semmelhag. Herzlich willkommen. Wegen versuchtem Mord und Betrug in Millionenhöhe saß Steven jahrelang im Gefängnis. Doch die Reue über seine Taten setzte bei ihm erst spät ein. Wie es zu all dem kam und wie er mittlerweile auf sein früheres Leben blickt, das erzählt uns Steven. Herzlich willkommen. Wir setzen uns oft zu spät mit Dingen auseinander, die wir bereuen, sagt Dr. Katharina Ohana. Laut der Psychotherapeutin kann es gleichzeitig aber auch schädlich sein, wenn wir uns zu oft die Schuld für etwas geben. Herzlich willkommen, Frau Ohana, und herzlich willkommen hier an die ganze Runde nochmal. Herr Semmelrogge, ich habe gerade gesagt, Sie bereuen gar nichts im Leben. Ist es so? Wirklich gar nichts? Diese Frage ist sehr komplex. Ja, ja. Also grundsätzlich, um es mal kurz zu machen, ich bin jetzt kein Mensch, der dauernd auf mich guckt. Mhm. Ich lebe mein Leben und es gibt natürlich auch Sachen, die ich schade finde. Zum Beispiel, wo meine Mutter gestorben ist, dass die zu früh gestorben ist und mein Vater auch viel zu früh gestorben ist. Mit 61? Mit 61. Und es gibt natürlich Sachen, wo ich mir denke, vielleicht hätte man doch noch ein bisschen mehr Wert und Intensität in diese Person sich ein bisschen mehr beschäftigt, aber man hat oft, also ich hatte oft halt auch keine Zeit, bin unterwegs und wenn ich auf einer Bühne bin oder zum Drehen bin, dann ist halt der Kopf nur, sonst geht's halt nicht. Nur da. Können Sie sich das vorstellen hier in der Runde, Steven, dass es Leute gibt, die nichts bereuen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und wenn jemand wirklich nichts bereut, dann weiß ich nicht. Ja, ich wollte eins nochmal mit dem Bereuen, das ist ja mal so eine Sache. Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Das war ein Satz, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, das Leben zurückspulen könnte,
dann gibt es Entscheidungen, die würd ich jetzt bestimmt anders machen. Mhm. Ist klar, aber ich war in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Ja. Und deswegen ist es alles Makulatur. Kennen Sie das auch so, also dass Sie heute hier zusammensitzen und so wie Sie hier sitzen, heißt, dass Sie zusammen sind, bereuen Sie auf jeden Fall nicht. Gibt es Dinge im Leben, die Sie auch bereuen, ohne die jetzt schon ausführen zu müssen? Ich glaube, man ist der Mensch geworden, der man ist, auch wenn man mal Fehler gemacht hat oder Dinge vielleicht im Nachgang bereut oder eben reflektiert. Ich hätte mehr Zeit mit der Familie verbringen müssen. Ja, bereut, das ist so ein Wort. Ja, bereuen ist eben, ne? Aber, nee, oder sag mal, schade ist es oft. Was heißt bereut? Ich meine, man macht ja, das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwas Schlechtes gemacht hat. Man folgt ja auch seinem Bauchgefühl oder wenn man einen Beruf hat, da sind andere Prioritäten da. Es gibt ja auch, wie Sie sagen, man trifft manchmal Entscheidungen. Es gibt auch viele, die sagen, ja, es waren Fehlentscheidungen. Ja, aber warum sind wir auf der Welt? Aber warum soll ich sie bereuen? Weil ich kann es nicht mehr ändern. Was würden Sie sagen? Ist da was dran? Ja, definitiv. Also es gibt da verschiedene Abstufungen. Mhm. Die Reue, um die es wahrscheinlich auch hier heute Abend noch gehen wird, ist ein Gefühl, was sehr stark mit Schuld verbunden ist. Also wenn wir wirklich das Gefühl haben, ich habe so richtig was falsch gemacht oder ich habe auch Menschen geschadet, anderen damit oder mir selber eben nachhaltig geschadet. Das ist eher so diese tiefe Reue, wo man wirklich wünscht, es wäre anders gelaufen. Man kann da nicht noch so profitieren von, dass man sagt, naja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt, ich mache es nicht wieder. So richtige Reue geht tiefer. Herr Semmerogge, lernen wir Sie einfach ein bisschen kennen. Sie sind auf dem Land aufgewachsen, Sie haben Ihren Vater, Ihre Mutter schon angesprochen. Ihr Vater war ein sehr bekannter Schauspieler, aber auch Theaterregisseur, Hörspielregisseur. War er oft zu Hause? Er war viel unterwegs. Mhm. Aber sag mal so, er war immer da für mich oder für die Familie. Hat halt auch viel gearbeitet, musste auch Geld verdienen. Waren die 50er Jahre, 60er Jahre. Haben Sie ihn vermisst, wenn er nicht da war? Ich bin von klein auf bin ich immer schon aufs Feld gegangen zu den Bauern. Nee, im Gegenteil, ich habe meine Freiheit genossen. Ich war auch immer so ein Self-Made-Man und hab mir bei anderen was abgeguckt und ich wollte eigentlich erst Bauer werden. Das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Und Ihre Mutter, hat sie dann im wahrsten Sinne des Wortes laufen lassen übers Feld? Oder war sie auch mal streng? Und meine Mutter, ich war der Älteste und die hatte genug zu tun mit meinen jungen Geschwistern. Und ich war Gott sei Dank der Hahn, der immer im Dorf. ich bin halt... Sie waren ich habe mir das Dorf erobert, wie ich mir die Welt halt auch erober. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, auch unbewusst auch natürlich. Aber es war einfach schön, die Welt zu entdecken. Ja, Sie haben ja auch viel erreicht auf dieser Eroberungstour. Wir kennen Sie alle aus Das Boot, aus Schindlers Liste, aus ganz, ganz vielen Fernsehfilmen. Haben Ihre Eltern und hat auch Ihr Vater denn früh Ihr Talent gesehen? Ich habe damit gar nichts so groß zu tun gehabt. Der hat mich dann irgendwann mal ins Theater mitgenommen und da war ich noch ganz klein und hat mich da hingesetzt zwischen viele Leute so. Ich wusste ja, was das ist. Sagt, bleib sitzen, ich hole dich nachher wieder ab. Aber es wird bestimmt, schau dir das mal an, vielleicht gefällt dir, das wird spannend, das ist ein Märchen. Ja, dann hat er mich danach wieder abgeholt, das war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und dann fuhren wir wieder mit unserem kleinen Fiat 500 wieder aufs Land. Mein Vater hat auf dem Land gleich ein Haus gebaut, der war halt auch so ein Mann, der auch ein Mann der Tat. Und war ja alles noch billig und ich habe nichts gesagt. Und dann irgendwann hat er mich gefragt, nach der Hälfte der Strecke bei Kirchheim Tech, ja, was ist denn, Martin, hat dir denn das gefallen? Ja. Ja, wer hat dir denn da waren ja Schauspieler, wer hat dir denn am besten gefallen? Der kleine Dicke da, habe ich dann gesagt, das war mein Vater. Ja, also erstmal toll, wie detailliert Sie das alles in Erinnerung haben. Danke, dass Sie uns teilhaben lassen daran. Da ist ja dann trotzdem was hängen geblieben, offenbar. Weil Sie waren in der Waldorfschule, haben auch schon relativ früh angefangen. Die fand ich furchtbar, die Waldorfschule. Weil? Die haben keinen Sport gemacht. Ich musste immer lange Fahrten machen von Eckwelden nach Schorndorf. Das Einzige, was ich interessant finde, wie der Fahrer immer geschaltet hat.
Das war ein VW Käfer, der hat mir aber auch nicht so gefallen. Irgendwie, das war irgendwie, ich fand, der Nachbar hatte einen Opel Kapitän, mit dem bin ich auch, durfte ich dann auch schon mal. Also mit den Autos haben Sie es aber. Ja, ja. Das ist schon das Dritte. Auch mit Traktoren schon. Ja. Ich durfte auch manchmal schon von Heuhaufen, zum nächsten Misthaufen bei meinen Bauern fahren. Und ich kam halt dann später in der Waldorfschule nach München, musste ich dann, weil mein Vater dann beim Bayerischen Rundfunk einen Job, also Stelle bekommen hat. Und dann hat halt mein Vater mich mal genommen, und weil er dachte, irgendwas muss ja aus dem Jungen werden. Und dann musste ich was vorlesen mit ihm, und dann ist er rausgegangen, und da habe ich bloß gehört zu meiner Mutter, der Junge hat Talent. Das hat er aber nicht zu mir gesagt. Sondern aber Sie haben es aufgeschnappt. Ich habe es aufgeschnappt. Und ich fand es natürlich toll, weil da hatte ich was, weil ich bin ja ehrgeizig. Und der hat mir auch gezeigt, wie man was betont und wie man nachdenkt, wie man die Sätze richtig. Und das hat mir dann richtig Spaß, und dann konnte ich mein eigenes Geld verdienen. Und dann habe ich gleich ein Casting bekommen und sollte dann drehen. Und dann hat die Schule sich wieder quergestellt, war Waldorfschule und Fernsehen und ganz schlecht, und so schlechte Gesellschaft. Und da war ich auch ganz geknickt, und mein Vater hat gesagt, ja, ich guck, dass du da rauskommst, dass du zumindest nicht raus aus der Schule, aber dass du damals 3 Wochen drehen kannst. Naja, auf jeden Fall kam er an und hat gesagt, Martin, heute, jetzt habe ich 2 Nachrichten für dich, gute und eine schlechte. Und er sagt, ja gut, dann sag mir mal die schlechte. Ja, die Schule hat dir nicht freigegeben. Das heißt, die erlauben dir nicht 3 Wochen jetzt nach Baden. Das war auch noch Baden-Baden hier. Baden-Baden zu geben. Ja, dann sage ich, ist gut, alles klar, habe ich mir schon gedacht, dann bin ich weggegangen. Ja, Moment mal, hast du noch eine Nachricht? Die Gute, was soll denn jetzt noch kommen? Da hat er gesagt, ich habe dich aus der Schule genommen. Und das war halt mein Vater. Und der hat halt Vertrauen zu mir gehabt, obwohl wir uns nicht dauernd gesehen haben. Aber der war halt da, und er wusste genau, wo er mich packen kann. Hat er gesagt, aber das heißt jetzt nicht, dass du faulenzt, sondern wirst du Shakespeare, Schiller, Goethe, gehst auf eine Schauspielschule. Und nicht auf eine private, sondern auf die Falkenberg, wo du bezahlst und die dir dann Honig im Mund schmieren. Jetzt ist es ja so gewesen, das waren die Anfänge. Sie haben gemerkt, okay, mein Vater steht da, der fordert mich aber auch. Das heißt, Sie müssen liefern, ist bestimmt auch ein gewisser Druck. Ja, da war ein ganz schöner Druck. Bei uns war es geil so, meine Mutter war auch Schauspielerin. Das Gute ist das Beste ist des guten Feind. Ja. Das ist jetzt so ein lapidarer Spruch, aber irgendwo. Aber die Haltung ist das Beste geben. Ja, genau. Und noch ein bisschen mehr. Irgendwann gab es auch Partys. Irgendwann kamen Drogen. Welche Drogen haben Sie genommen? Ja, meistens gekifft halt und so. Ja. Das haben wir ja alle gemacht. Aber da waren auch noch andere dabei, oder? Nicht nur Man hatte alles Mögliche, aber ich habe immer Sport gemacht, und ich liebte meinen Beruf. Und ich habe mich sehr früh mit Walter Benjamin beschäftigt, tibetanisches Totenbuch gelesen, dann Carlos Castaneda gelesen, aber über Peyote. Das war interessant damals. Das war aber auch so Bewusstseinserweiterung. Wie lernt man, was man mit seinem Körper macht? Aber es war nie so, dass man sich kaputt macht. Gab es dann irgendwann immer bei Ihnen so ein Signal, dass Ihnen gesagt hat, Moment, den Weg jetzt nicht, da sage ich mal nein? Oder wo haben Sie Grenzen gesetzt? Ja, mit harten Drogen habe ich immer schon Nein gesagt. Das hat man auch mal probiert, aber das nimmt einem die Freiheit. Schon mal probiert? Ja, natürlich hat man das probiert, aber es nimmt einem ja die Freiheit, das Zeug. Und es macht abhängig. Und ich hasse irgendwie alles, was abhängig macht. Warum gibt es die einen, die sich dann verlieren? Und auch bis zur Zerstörung verlieren. Und die anderen, die heute noch da sitzen und sagen, ja, ich habe mich nicht verloren. Grundsätzlich gibt es eben so den sogenannten Suchtcharakter. Es gibt Leute, die sind leichter
landen leichter in der Sucht. Aber das eigentliche Thema bei ihm, das finde ich ganz interessant, ist, dass das sehr stark vom Umfeld abhängt, was wir bereuen. Also wenn man in den wilden 60ern und 70ern in München unterwegs war, hat man wahrscheinlich vieles gemacht, was man überhaupt nicht bereut hat. Ja? Was vorher und nachher ganz anders gewertet wurde. Und, ja, wir sind zu den Rolling Stones, das war einfach alles geil. Das war halt auch die Zeit, Langhans, wo man aussprechen wollte. Genau. Kann man das bereuen? Sicher nicht. So. Man muss irgendwann mit 30 muss man dann mal wirklich auch erkennen, dass man auch dann radikal auf nichts mehr nimmt. Weil du kannst dann immer mal wieder ein bisschen. Mhm. Und mit dem Alkohol ist es genauso. Wobei man ja sagen muss, es gab ja bei Ihnen so die zwei Bereiche, die man von Ihnen in der Öffentlichkeit kennt. Da der Schauspieler, der Leistung abliefert. Und Sie haben gerade gesagt, wenn ich das verstanden habe, bei der Arbeit waren Sie immer da. Also nichts Drogen oder so, sondern da waren Sie da. Auf der anderen Seite. Ja, ich bin Ski gefahren. Ja. Weiß nicht, man rutscht halt auch schnell in die Scheiße ab. Das ist gefährlich. Und da sind Sie manchmal reingerutscht. Sie wurden verurteilt wegen Drogen. Sie wurden verurteilt wegen Trunkenheit am Steuer, wegen Ladendiebstahl. Ja, lange nicht. Ja, aber lange nicht erwischt. lange nicht. Ich habe lange rausgezögert, aber ja, danach musste ich halt ohne fahren. Ja, ja. Musste es auch gehen ohne. Jetzt stelle ich mir das vor, wenn Sie da so vor Gericht waren und das waren ja viele Prozesse und wir sprechen heute über Bereuen. Nun ist Reue ja ein Teil. Also wenn ich bereue, kann das Auswirkungen auf Strafmaß haben. Haben Sie dann gesagt, ja, ich bereue und es auch so gemeint? So ein guter Schauspieler. Ich kann demütig sein, ohne demütig zu sein, sagen wir so. Ah ja, das ist interessant, wie Sie das hingekriegt haben. Nee, ich habe dafür bezahlt. Ich habe gesagt, ich lasse mir nicht brechen und so. Das war oft mein Dickkopf und ich habe auch zum Richter schon mal gesagt, oder zum Staatsanwalt, er ist wohl als Kind zu heiß gebadet worden. Es hat mir aber gar nicht geschadet, weil der Richter mochte den Staatsanwalt auch nicht. Und ich wusste genau, was auf andere schieben. Das habe ich nie gemacht. Weil wenn du einen Richter mit Charakter, dann sagt er, der will ja sich auf... Ich hab zugestanden, ich bin in den Knast gegangen. Ja. Aber das war auch eine gute Zeit, weil ich intensiv gelebt habe. Und im Knast habe ich auch... Der Knast war eine gute Zeit. Das war für mich eine super Zeit, weil... Ja, ich glaube, so ist das da eigentlich nicht gekommen. Da bin ich zur Ruhe gekommen. Ja. Mhm. Da habe ich nicht bereut oder habe mich brechen lassen. Ich habe auch nicht mein Vollzugsziel erreicht, aber für mich ja. Weil ich habe meine Freiheit, ich liebe dich, ich bin Schütze und Aszendent Skorpion. Skorpion ist eigentlich Wasser und Schütze ist Feuer. Bisschen kontraproduktiv, aber der Skorpion ist ein Kämpfer, brutaler Kämpfer. Und der Schütze ist ein Idealist. Und ich habe meine Ideale nie verloren, weil ich wusste, wenn ich mich selber verrate, dann kann es richtig böse enden. Und ich habe halt meine innere Freiheit kennengelernt, die viel wichtiger ist als die äußere, mit dem Moped rumfahren oder ein schickes Auto ist auch mal ganz gut. Aber was zählt ist, dass man weiterkommt. Und mir war es auch nicht wichtig, jetzt unbedingt den Film machen zu oder den, sondern dass ich auch die Welt entdecke und dass ich auch meine Familie. Ja, aber wir waren ja auch beim Gefängnis und da haben Sie gesagt, das war eine gute Zeit. Sie haben gesagt, es gibt auch so eine erwartete Reue. Ja, sag mal ich wollte jetzt gerade mal eine Frage an Frau Hahnemann. Wenn Sie sagen, ich habe Drogen genommen, ich war im Gefängnis, ich wurde zigmal verurteilt, gibt es da auch eine Erwartung? Mensch, der Typ, der muss doch bereuen. Vor allem in der Zeit eben war die Gesellschaft noch so rigide, die jetzt erwartet hat, da muss jetzt Reue kommen für Dinge, die heute sich aufgelöst haben. Also man merkt sehr stark, dass da natürlich auch gegen eine Reueerwartung gearbeitet wurde. Und das war Teil der 68er-Revolution, der 70er Jahre, zu sagen, ich lasse mir diese Vorschriften, diese Reue, diese christliche Moral nicht mehr einreden und der Aufbruch und eben sich selber zu finden, die eigene Freiheit zu finden, das ist Teil von seinem Leben, definitiv. Und das hat auch viel freigemacht für die, die danach kommen, dass wir nicht mehr bereuen müssen, was man damals noch erwartet hat. Über Sie, Herr Semmelrogge, hat mal jemand geschrieben, Sie seien der Inbegriff des geordneten Chaos oder der chaotischen Ordnung, ganz wie man will. Es gibt ja viele, die jetzt nicht so leben. Die versuchen, alle Regeln einzuhalten. Mhm. Aber Frau ist Jungfrau, deswegen haben wir immer Probleme, Mann. Ja. Die ganz ordentlich. Ja, aber die hat auch schon Kompromisse gemacht. Wenn jemand so lebt und sagt, ich erfülle alle Regeln, kann die dann am Ende sagen, ach,
Das bereue ich, weil ich nie Grenzen getestet habe? Ja, das kommt durchaus vor. Also man hat einmal das Reuegefühl gegenüber den gesellschaftlichen Erwartungen des Umfelds und dann eben auch das Reuegefühl gegenüber sich selber. Dann, das kommt meistens erst später im Leben und es gibt nichts Schlimmeres als Menschen auf dem Sterbebett, die dann bereut haben, nicht richtig gelebt zu haben. Das kommt das oft vor? Ich meine, Sie sind Sterbebegleiterin, auch ausgebildete Sterbebegleiterin. Mhm. Welche Rolle spielt Reue am Ende des Lebens? Eine riesengroße Reue. Also es gibt ein paar Sachen, die man noch gut machen kann, auch auf dem Sterbebett, wenn man sich verkracht hat mit Menschen, was man bereut, also dann kann man da durchaus noch was kitten, aber es gibt eben Dinge, wo ein ganzes Leben verpasst worden ist oder was irgendwie in einer Einschränkung gelebt worden ist, die man dann bitter bereut und man kann es eben dann nicht mehr wieder gut machen und das ist ganz schlimm. Also die Leute sterben nicht gut. Ja. Und ich glaube, sie laufen bestimmt also nicht Gefahr, am Ende irgendwas zu bereuen. Das glaube ich nicht. Sich, dass sie am Ende das Gefühl haben, das Leben war nicht voll und toll, das kommt für sie... Es geht mir auch nicht um mein Leben so egoistisch. Bin ich jetzt auch nicht. Dass Sind Sie denn Familienmensch? Sind Sie Familienmensch? Ja, ja. Dass ich nur, ich denke mittlerweile auch, auch jetzt sozial, also für mich ist Familie wichtig, meine Kinder. Ich habe Kinder und habe Enkelkinder. Ich habe immer eine Frau gehabt, ja, auch eine längere Partnerin. Also früher, klar, man war beim Ausprobieren mit 24, will man noch nicht unbedingt Kinder haben, aber es ist ja auch ein Glück, wenn man sie kriegt dann. Und dann muss man... nimmt man die Aufgaben auch und es ist auch schön da. Da wächst ja auch dran. Das gehört ja zum Leben dazu, aber... Sie haben auch ein Enkelkind? Ich habe zwei. Zwei Enkelkinder. Ist es Ihnen auch wichtig, mit denen noch ganz viel Zeit zu... Ja, natürlich. Und das ist das Einzige, was mich manchmal wirklich so ein bisschen melancholisch stimmt. Weil, ich weiß, in 12 Jahren bin ich 80. Und ich bin auch super gesund. Und ich denke jetzt auch nicht jeden Tag dran, aber man denkt ja trotzdem dran. Mhm. Genau wie man an die Liebe denkt. Ich will jetzt das Wort F nicht sagen, das denkt man ja auch jeden Tag. Und so denkt man auch. Wir haben ihn verstanden, ja, oder? Ja, alle denken ja. Ja, aber wenn Sie das ansprechen, hat sich da was verändert? Sie sagen, in 12 Jahren bin ich 80. Wenn wir richtig rechnen, sind Sie dann in 2 Jahren 70. Verändert sich da was? Ich lebe, also ich habe immer, ich hatte immer, also meine Mutter hat auch immer gesagt, jeder Tag ein neues Leben. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, wenn du älter bist, da hast du alles gemacht. Alles, was man schon machen kann. Und im Alter wirst du total gesund und weise sein. Ich trinke rein Alkohol, ich nehme überhaupt keine Drogen und bin trotzdem super gut drauf, mache Sport. Also ich bin total und habe eine tolle Partnerin und habe tolle Kinder. Was genießen Sie mit Ihrer Partnerin besonders? Also erstmal ist wichtig, dass man Energie hat und die muss man sich erhalten. Sonst kann man weder einen Beruf noch kann man das Leben genießen und das... da muss man was tun. Und je älter man wird, umso mehr muss man für tun, von Ernährung und auch vom körperlichen Sport und so weiter. Und mit meiner Partnerin, jetzt haben wir geheiratet, das ist nochmal ein ganz anderes. Sie sagen das so nebenbei. erzählen Sie mal, Sie waren, glaube ich, in den USA. Ist das da passiert? Ja, wann haben wir geheiratet? Also wie lange? Das ist ja stark. Am 5. Oktober haben wir im Courthouse in Coral Gables in Miami geheiratet. Stark, also ist ja noch gar nicht lange her. Gratulation. Erzählen Sie erst mal, wie haben Sie geheiratet? Im Kleinen oder haben Sie viele Leute eingeladen? Das war eine ganz tolle, wie sagt man, vom Gericht, eine Frau, die da die Sachen ausgefüllt hat und die hat uns verheiratet. Wir waren in den Strandhose und so ganz normal. Das ging so schnell. aber wir haben es mitgefilmt. Oh. Und Sie haben schon. Wir zeigen es heute nicht hier. Und Sie haben schon. Da müssen wir erst einmal. Aber Sie haben sich schon auch so etwas wie ein Ja-Wort gegeben, oder haben Sie es gar nicht? Ja, nee, alles nachgemacht. Willst du deine Frau you like in best time or in best time and if you sickness? Willst du für die da sein? Alles musst du nachsprechen. Ja. Ja, und dann und sie auch. Und es war total rührend. Wir waren wie Teenager. Ach, das war so süß und seitdem lieben wir uns noch viel mehr. Weil jetzt ja, das wäre meine Frage. Ich meine, das ist ja eine Entscheidung. Warum haben Sie geheiratet? Ich will einfach, dass sie weiß, wo sie hingehört, dass sie Familie hat. Dass wir zusammengehören in unsere Familie und dass wir auch jetzt noch was reißen können zusammen. Und
einfach ein Team sind. Natürlich auch mit meinen anderen Institutionen, mit denen ich zusammenarbeite. Und was wollen Sie noch reißen mit Ihrer Frau? Ja, wir wollen einfach doch noch einmal, müssen wir ein bisschen Geld verdienen, weil wir zu zweit sind. Wir haben zwar Rente und so, aber und, wir lieben halt zu reisen und einfach ein bisschen Sicherheit. Und aber auch, ich denke einfach, wir sind ein gutes Team und wir zu zweit, wir müssen gar nichts, aber wir wollen das einfach, wir wollen es. Schön, dass Sie uns das hier eröffnet haben. Und Gratulation nochmal im Nachhinein. Danke, Martin Sennerbottel. Frau Hanna, wofür empfinden wir eigentlich Reue? Ganz oft empfinden wir Reue, wenn wir Dinge nicht tun und wenn wir Dinge eben tun, die völlig schief gehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Das hat eben sehr viel mit unseren Prägungen zu tun, aus der Kindheit, mit den Werten, die wir vermittelt bekommen, auch mit dem kulturellen Umfeld, aus dem wir stammen und dann aber auch sehr persönlich. Es gibt Menschen, die bereuen sehr viel mehr, andere eben sehr viel weniger. Ja, so. Und, aber genau, wenn man die Chancen nicht wahrnimmt, genau, das bereut. Ja, genau, es sind eben die zwei Pole des Chancen-Nicht-Wahrnehmens oder Dinge zu tun, die man hinterher nicht getan hat. Können wir durch Reue auch so Fehler erspüren, aus denen wir lernen können? Wir können jedes Mal daraus lernen. Also Reue, dadurch, dass das sehr tief geht als Gefühl, ist etwas, was auch verarbeitet werden muss. Sonst hängen wir da eben ewig Dingen nach. Und manchmal ist es dann auch schon zu spät. Die Reue, die plagt uns schon sehr, weil sie eben sehr stark mit der Schuld oft einhergeht. Mhm. Und wir können an uns selber schuldig werden, wir können an anderen schuldigen werden. Und das ist ein sehr starkes Gefühl, was vor allem wir Menschen kennen. Wenn man keine Courage zeigt zum Beispiel. Mhm. Genau, das bereuen viele Menschen. Ja. Das betrifft interessanterweise häufiger Frauen. Weil wir doch immer noch sehr viel mehr eingeschränkt werden, es sehr viel mehr Regeln gibt und uns es schwerer fällt, da auszubrechen. Wir werden auch leichter verurteilt. Und Männer bereuen öfter Dinge, die sie getan haben, die sie besser hätten nicht tun sollen. Mhm. Reue ist ja oft mit Entscheidungen verbunden, die wir im Nachhinein eben in Frage stellen. Mhm. Frau Seiger, Sie waren 37 Jahre verheiratet. Wie sehr bereuen Sie, dass es so viele Jahre geworden sind? Sehr, weil ich viele meiner eigenen Werte verraten habe. Sie sind jetzt seit 3 Jahren getrennt, seit diesem Jahr, glaube ich, geschieden. Ja. Verstehen Sie im Nachhinein, dass Sie nicht früher raus sind aus der Beziehung? Ja, ich habe mich also wirklich die letzten 3 Jahre sehr intensiv mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, habe dabei selber gelernt, was mit mir passiert ist und was mein Partner mit mir gemacht hat. Und dieses Verstehen hilft danach ja auch, selber sich nicht die Schuld zu geben. Mhm. Na, wie sie das sagte, die Schuld und die Scham, die ist dann nämlich sehr groß, weil man dann hinterher realisiert und sagt, was habe ich eigentlich mit mir machen lassen? Eine Ehe kann ein Traum sein, aber sie kann auch zum Albtraum werden, das wissen wir alle. Ja, aber ist auch Arbeit dabei. Ja? Ist nicht immer alles Vertrauen, Verzicht. Ja, all das ist richtig. Aber manchmal lernen wir auch Ihre Beziehung und Ihre Ehe kennen. Sie waren, glaube ich, 20, als Sie Ihren Ihren Ex-Mann getroffen haben. Wie haben Sie sich kennengelernt? Bei einer Karnevalsveranstaltung, nachdem wir mit der Tanzgarde dort aufgetreten sind. Wer ist auf wen zugegangen? Eigentlich ich eher, weil er sehr schüchtern und zurückhaltend war, wirkte er zumindest damals. Mhm. Also der erste Eindruck, wie würden Sie ihn beschreiben? Schüchtern, zurückhaltend? Schüchtern, zurückhaltend, aber auch sehr vernünftig oder solide. Also er hat sich nicht betrunken oder war sehr auffällig, sondern... Das hat Sie angesprochen. Dass ja. War für Sie dann schon relativ schnell klar, das könnte auf eine Beziehung hinauslaufen? Nein. Nee? Also das hat sich einfach so ergeben. Wir waren quasi nur ein halbes Jahr enger zusammen und dann bin ich schwanger geworden. Ah, aber vorher waren Sie im Urlaub auch noch zusammen? Ja, wir waren vorher im Urlaub, da haben wir uns erstmal besser kennengelernt, genau. Ja. Sind Sie sich da auch körperlich näher gekommen? Genau. Wie war das für Sie, wie haben Sie das empfunden? Das war damals sehr, 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 nicht übergriffig, sondern sehr überraschend, weil dieser schüchterne Mann, der auch zuvor keine Freundin hatte, auf einmal Dinge macht, die ich nicht kannte. Und ich hatte vorher schon 2 Partnerschaften. Und das hat mich beeindruckt nachher.
aber auch überfordert. Beides zugleich. Also es war irgendwie alles zu viel? Ja, zu viel. Und ich konnte es nicht nachvollziehen, wie jemand... Und haben Sie mit ihm sich dann austauschen können darüber? Ja, aber für ihn war das normal. Sie kommen ja aus einem, wie Sie sagen, auch behüteten, stabilen Elternhaus. Was wussten Sie da über ihn, über sein Umfeld, über seine Eltern? Also ich wusste relativ wenig. Ich habe immer nur nach und nach was erfahren, was ja, bei mir auch wohl dann so mal... Gedanken zuließ und ja, was geht denn da ab? Also was sind das für Eltern? Also das hat man schon gemerkt, dass es ein sehr auffälliges Elternhaus war. Also es war schwierig für ihn sozusagen. Sehr schwierig, ja. Und die Vorschriften, die zu Hause galten oder dass ihm vorgeschrieben wurde, mit wem er zusammen sein dürfte, das war bei uns genau das gleiche Thema. Die wollten mich nicht akzeptieren. Sie sind dann ungewollt schwanger geworden. Mhm. Haben Sie sich erst mal gefreut, Mutter zu werden, oder wie würden Sie es? Nein, das war nicht mein Traum. Mhm. Ja. Im Nachhinein ja, als ich es dann wusste. Aber als ich das bekannt gegeben hatte bei meinem Partner damals, da wurde nur gesagt, ja, dann heiraten wir eben. Also ich wurde nicht mal gefragt. Mhm. Und als das Kind aber nachher da war oder auch in der Schwangerschaft, habe ich mich natürlich drauf gefreut. Und als Sie dann geheiratet haben und wussten, jetzt kommen wir zusammen, hat sich das für Sie richtig angefühlt? Es gab im Vorfeld schon die ersten Dinge, die mich stutzig gemacht hatten. Mhm. Also schon vor der Hochzeit gab es Gerangel so in meinem Zimmer, die erste Ohrfeige. Und weil er mich einfach auf dem Boden festgehalten hat, habe ich gesagt, lass mich los, du tust mir weh. Er saß so über mir und ich habe gesagt, lass mich los, ich möchte das nicht. Und er hat einfach nur gelacht und dann irgendwann hat er losgelassen. Und dann habe ich so einmal so um mich geschlagen und dann kriegte ich volle Kanne Hand für die Ohrfeige zurück. War das für Sie dann schon so hoch, ein Warnsignal? Ich war sprachlos. Sprachlos. Geschockt, sprachlos und ich konnte auch diese Situation nicht klären. Und es gab auch nie eine Entschuldigung dafür. Und das war... War da denn schon klar, dass sie heiraten? Oder? Ja, das war schon alles geplant. War das auch ein Grund, warum Sie nicht gesagt haben, Moment, so geht's hier gar nicht? Ja, man muss sich so vorstellen, ich komme ja auch vom Dorf und da war das dann so, ja, man ist schwanger, dann muss man heiraten, so ähnlich. Mhm. Ne? Und jeder spricht darüber, dass von außen kommt. Mhm. Und man ist auch irgendwo froh, man ist jung, man hat gerade eine Lehre hinter sich und der Mann steht dafür ein und sorgt auch für das Kind, so ungefähr. Mhm. Und es waren aber viele Sachen in der Vorbereitung für die Hochzeit, dass ich mich nicht durchsetzen konnte, dass vieles von ihm bestimmt wurde oder von den Eltern. Oder. Wie war dann der Alltag? Wie würden Sie das beschreiben? Am Anfang war der Alltag aus meiner Sicht ganz gut und auch ganz nett und ganz rosig. Und es kam aber immer wieder zu Situationen, dass ich schon nach kurzer Zeit irgendwann das erste Mal wieder zur Eskalation kam. Und dann habe ich auf dem Sofa geschlafen, habe ich halt eben auch aus dieser Situation befreit. Dann ging es wieder eine ganze Zeit lang ganz gut. Dann hat man gesagt, es ist wieder vorbei, es ist alles in Ordnung. Bis es irgendwann, nach 11 Jahren, da hatte ich 3 Kinder, zu einem heftigen Übergriff kam, der mir erst nach der Trennung wirklich bewusst wurde. Was ist da passiert? Ich hatte den anders abgespeichert. Ich wusste, dass ich in der Küche war und meine Brille irgendwo rumgeflogen ist. Und ich hatte gedacht, ich habe eine Ohrfeige bekommen. Das hatte ich meinem Ex-Mann damals auch mal einmal gesagt in einem Gespräch, weil ich ihm sagte, du bist auch aggressiv und du bist auch brutal, hatte ich mal gesagt. Und das hatte er abgeschüttelt und sagte, das stimmt überhaupt nicht. Und als ich mich getrennt habe, hatte ich so einen ganzen Stapel Bücher. Die habe ich seit Anbeginn meiner Ehe quasi geschrieben, immer wenn es mir schlecht ging. Ich hatte niemanden, wo ich mit reden konnte. Also so Tagebücher sozusagen. So eine Art Tagebücher für schlechte Zeiten quasi. Ja. Und irgendwann bin ich da angefangen zu lesen, bin dann gleichzeitig auch, habe ich mir Therapeuten gesucht, war ich bei der Therapie. Und irgendwann bin ich an diese Stelle angelangt, in diesem Buch, und habe gelesen, was wirklich da passiert ist. Und das war Todesangst, die ich hatte. Was war denn da? Was ist da? Er wollte uns verbieten, das Haus zu verlassen. Wir waren zuvor schwimmen gewesen und die Kinder hatten vorgeschlagen, essen zu gehen und hatten sich umgezogen und kamen von oben runter. Und er hatte den Autoschlüssel weggetan und gesagt, ihr kommt hier jetzt nicht raus. Hatte sich Tiefkühlkost geholt aus dem Keller und meinte, hier wird gegessen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und es gab
einen Tag davor oder zwei Tage davor noch so etwas, wo er auf einer Feier war, wo er den ganzen Tag mit einer anderen Frau geflirtet hat und mich andere Leute sogar angesprochen haben und haben zu mir gesagt, sag mal, wie hältst du das eigentlich aus? Und da bin ich mit dem Taxi allein nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu ihm gesagt in der Küche, ja, wenn du die nächste andere Küche hast, dann kannst du deine Sachen selber suchen, weil er mich nach irgendwas gefragt hat, wo er das in der Küche findet. Und dann hat er mich im Würgegriff genommen, auf den Boden gedrückt und gewürgt. Die Brille ist rumgeflogen und ich hatte Todesangst, so habe ich es auch aufgeschrieben. Ich habe gedacht, der bringt mich um. Und meine Kinder haben es mitbekommen. Die waren auch dabei? Die standen noch im Flur, ja. Wie ist das, wenn Sie daran denken? Das ist ganz schrecklich. Das war für mich, als ich das erkannt habe, sind mir ganz viele Dinge bewusst geworden. Zum Beispiel habe ich früher auch Rollkragenpullis getragen. Und ich habe mich immer gewundert, ich konnte keinen Rollkragenpulli mittragen. Ich saß immer und habe gezogen. Und ich hatte überhaupt keine Erklärung dafür, weil ich das überhaupt nicht in Verbindung gebracht habe. Als ich das aber hatte, hat die Therapeutin mit mir so eine Übung gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass genau das, auch Tücher oder so, mich immer eingeschnürt haben. Und das hatte die Ursache da. Nur damit man das versteht, in welcher Situation Sie waren. Sie haben am Anfang ja auch beschrieben, schon bei Ihrem ersten sexuellen Kontakt, dass das Sie verstört hat und überfordert hat. Wie ist es da? Wie hat es sich da weiterentwickelt? Das ist eigentlich so geblieben auch, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Ich habe das nachher verstanden, in dem Moment, dass man sagt, gerade bei dem ersten sexuellen Kontakt werden ja auch die Bindungshormone, das Oxytocin, ausgeschüttet. Und gerade das ist so, gerade anfänglich, was das so, wenn das so ein überragendes Ereignis ist, dass das auch zu einer Abhängigkeit führen kann. Es kommt nicht selten vor, das habe ich selber in der Selbsthilfegruppe und auch während meiner Therapie von anderen Betroffenen gehört, die wirklich gesagt haben nach der Trennung, dass sie wirklich Angst hatten, nie wieder so guten Sex zu haben. Und jeder hat dann gesagt, meine Güte, aber alles andere stimmte doch nicht. Und wie war das bei Ihnen? War das da auch so? Also das hat sich nachher verloren, weil ich, also man entwickelt sich ja irgendwann und irgendwann, ja, nimmt man sich zurück, wird also kleiner. Und wenn Sie das so besprechen, hatten Sie denn noch einen eigenen Freundeskreis? Nein. Also die Welt wurde enger, Sie wurden kleiner, so wie ich das höre. Haben Sie noch einen Beruf gehabt? Damals nicht. Heißt es, waren Sie finanziell abhängig, wenn Sie über Abhängigkeit sprechen? Unter welchen Voraussetzungen kann eine Beziehung zu so einer Abhängigkeit führen? Also es sind oft gelernte Muster schon aus der Kindheit, dass einem schon auch als Kind kein guter Wert zugesprochen wurde, dass man auch als Kind schon sehr klein gemacht wurde, teilweise in der eigenen Familie, teilweise aber eben auch auf dem dörflichen Umfeld. Mädchen haben zu heiraten, wenn sie schwanger sind. Das sind so rigide Regeln und man fügt sich dann da rein. Und dann versucht man natürlich auch, wenn Kinder mal da sind, nehmen die Mütter sehr, sehr oft Rücksicht und das ist auch sehr seltsam. Also man bleibt dann zusammen wegen der Kinder, aber das könnte man ja auch umdrehen und sagen, das gilt auch für die Männer. Die könnten sich ja mal benehmen und eben solche Sachen nicht machen für die Kinder. Aber da schaut die Gesellschaft doch sehr oft auch immer noch weg. Also das sind so Dinge, die sich summieren und dann weiß man nicht, ob man alleine noch zurechtkommt, wie man das auch schaffen soll, gerade wenn drei Kinder da sind, finanziell schaffen soll. Dann ist natürlich die Brandmarkung da als geschiedene Frau. In ländlichen Regionen ist das immer noch ganz schlimm. Es wird jetzt alles normaler, aber in früheren Zeiten sind das eben die Dinge, die dann einen in der Abhängigkeit auch halten. Ich muss auch erstmal sagen, vielen Dank, dass Sie da überhaupt so offen drüber reden, weil das bestimmt nicht leicht ist. Ja? Nee. Und Sie sprechen für viele, die leider immer noch die Erfahrung machen. Sie haben ja auch über die Kinder gesprochen. Hatten die auch unter Ihnen zu leiden? Ja, also ich nehme das über einen so einen Begriff. Missbräuchliches Verhalten betrifft auch die Kinder. Das geht ja nicht nur um körperlich. Körperlich wurde das später weniger, dafür aber emotional und psychisch mehr. Dieser Druck wurde dann da ausgeteilt. Es reichte dann schon, dass man verbal unterdrückt wurde. Sie haben am Anfang gesagt, Sie bereuen es, so lange geblieben zu sein. Ja. Wenn Sie es so für sich noch mal zusammenfassen, was hat Sie gehalten? Sie haben von einer Abhängigkeit gesprochen. War es auch eine Angst vor der körperlichen Dominanz? Wie würden Sie es beschreiben? Was hat Sie gehalten? Warum haben Sie einfach sich nie lösen können in all den Jahren, 37 Jahren? Also einmal die Angst, die Existenzangst, alleine nicht die Kinder versorgen zu können.
der Gedanke, ich tue das Richtige für meine Kinder, da im Nachhinein aber allerdings dann revidiert wurde, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn sie da rausgekommen wäre. Ja, meine eigene Unsicherheit. Ich hatte ja letztendlich gar kein Selbstbewusstsein in irgendeiner Art und Weise mehr. Ich bin nicht mehr rausgegangen, ich bin auch nicht mehr weggegangen. Oder es fehlte eigentlich alles. Hm. Und das hat mich da drin gehalten. Und eine unbegründete Angst jedes Mal, wenn irgendwas war oder wenn es mal laut wurde, nur wenn es laut wurde oder Diskussionen oder wenn ich was mit meinem Ex-Mann besprechen wollte, nur was ganz Banales. Da bin ich schon mit einem unguten Gefühl hingegangen und dachte, ja, sag jetzt lieber nicht zu viel, sonst gibt es gleich wieder Ärger. Und diese Angst, die saß so tief und die konnte ich mittlerweile ablegen, weil ich genau weiß, woher sie kam. Denn da in den Anfängen wurden die Grundstöcke gelegt. Wenn Sie das hören, auch in der Runde, wie schwer ist, können Sie nachvollziehen, wie schwer es fällt, sich zu lösen aus so einer Beziehung, obwohl ja das Gefühl da ist, ich weiß, es tut mir nicht gut? Können Sie das nachvollziehen? Ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, gerade weil Sie sagen, ne, das macht ja auch was mit dem eigenen Selbstwertgefühl an der Stelle. Ne? Und ich denke, man wird sich vielleicht auch in irgendeiner Form hinterfragen und ist unsicherer in seinem Tun und Handeln. Also insofern, ja. Es gibt ja oft solche Situationen, ne, dass man von außen betrachtet Beziehungen sieht und sagt, warum geht sie nicht, warum geht er nicht? Wie oft begegnet Ihnen das? Mir begegnet das in der Arbeit sehr oft. Also das Schlimme ist eben, da wird so ein Teufelskreis aufgemacht. Das Selbstwertgefühl wird extra erniedrigt, damit man da bleibt und wird dann immer weiter erniedrigt. Und je weniger Selbstwertgefühl man dadurch bekommt, umso weniger hat man eben den Mut zu gehen. Und das ist eben auch diese Manipulation, die da absichtlich durchgezogen wird, bis es irgendwann, vor allem ist halt auch mal der Zwiespalt mit den Kindern, man will den Vater für die Kinder erhalten, die sogenannte gute Familie oder gesunde Familie, die eigentlich gar nicht mehr gesund ist. Und irgendwann schlägt das eben dann auch, was zu unserem Thema passt, in diese Reue um, dass man es eigentlich gerade falsch gemacht hat, dann ist das Selbstgefühl noch mehr unten, weil man sich denkt, Gott, was habe ich den Kindern zugemutet? Ja, so, aber eigentlich meinte man es auch gut. Und das muss man sich dann selber verzeihen können, um aus diesem Reue und aus diesen Schuldgefühlen, aus diesem Kleinsein rauszukommen. Wenn Sie das so sagen, Sie waren klein. Und ich stelle mir vor, mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, wird es ja auch nicht leichter, sich zu trennen. Vor 3 Jahren haben Sie sich ja gelöst. Wie haben Sie das geschafft? Also ich habe mich ja nicht mehr aus dieser Beziehung selber lösen können. Das habe ich 2015 mal versucht, über ein ganzes Jahr. Das habe ich nicht geschafft. Aber er ist gegangen zum dritten Mal. Dies war die dritte Trennung und die vierte Affäre. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Die Tür ist nicht mehr offen. Und dann bin ich angefangen, mich innerlich zu trennen. Und das war ein sehr harter Weg. Also das erste halbe Jahr war, man sagte mir, das sind wie Entzugserscheinungen. Also er hat Sie losgelassen? Und Sie mussten aber erst mal aufpassen, dass Sie auch wirklich ihn nicht mehr zurücklassen? Ich hatte Angst vor mir selber, wenn er wirklich irgendwann vor der Tür gestanden hätte, dass ich die Tür aufgemacht hätte. Wie ist das heute? Heute weiß ich, dass die Tür zu ist. Und durch meine Arbeit mit der Selbsthilfegruppe, durch meine eigene Weiterbildung als Beratung auch in Sachen Narzissmus und psychologische Beratung, habe ich sehr viel gelernt. Ich lerne immer noch dazu. Und wenn es nicht anders wäre, wäre ich heute nicht hier. Schön, dass Sie hier sind. Ich frage mich, weil das ja bestimmt viele betrifft, wie Sie sagen, man wird klein, man hat niemanden mehr, ja? Weil Sie ja isoliert mehr oder weniger waren. Mhm. Wie schwer ist es Ihnen überhaupt gefallen, Worte zu finden, eine Sprache zu finden, darüber zu reden? Über das, was Ihnen ganz schwer. Ich bin im kleinen Kreis angefangen und es gab dann immer Unverständnis, dass man gesagt hat, wieso bist du nicht eher gegangen? Warum hast du das überhaupt machen lassen? Viele haben mir sogar gesagt, ich kann mir das gar nicht von dir vorstellen, weil ich mittlerweile wieder berufstätig bin, und gesagt, du bist immer so tough, du machst alles alleine, du kriegst alles alleine hin und du lässt dir das von dem gefallen, wieso machst du das? Also es war ein Unverständnis. Mhm. Können Sie sich denn heute vorstellen, sich neu zu verlieben? Sich wieder auf einen Mann einzulassen? Bis jetzt noch nicht. Braucht Zeit. Das Vertrauen da drin, jemanden wieder so vertrauen zu können, wie ich getan habe,
Und dann wieder enttäuscht zu werden oder dass wieder sowas passiert oder man sich selber, ja, selber Angst hat, nehme ich das jetzt richtig wahr oder nehme ich das falsch wahr? Und was passiert danach, die ist sehr groß. Aber ich bin mit mir alleine zufrieden. Schön. Unsere Frage ist ja, nichts zu bereuen. Sie haben gesagt, dass Sie viel bereuen. Aber sind Sie heute in der Situation, dass Sie immer noch mit sich hadern? Oder sind Sie auf dem Weg, mehr mit sich ins Reine zu kommen? Ich bin auf dem Weg, mehr mit mir ins Reine zu kommen. Es gibt zwar noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich bereue und wo ich manchmal Schuldgefühle habe, aber die sind ganz gering mit dem Vergleich, was vorher war. Haben die Kinder Ihnen verziehen oder gab es das überhaupt nicht als Thema von den Kindern aus? Wie sehen die das heute? Dass sie mir verziehen haben. Ja, genau, weil sie bereuen ja. Und gerade wegen der Kinder sind die auf sie zugekommen und haben gesagt, Mama, wir haben dich leiden sehen und auch wir haben gelitten, aber wir verzeihen das, wir verstehen das. Also so richtig haben wir da nicht drüber gesprochen, aber meine Kinder haben schon bei der zweiten Trennung, als mein Mann das zweite Mal, mein Ex-Mann ausgezogen ist, haben die gesagt, nehmen den nicht wieder zurück. Und als ich das dann doch getan habe nach 2 Monaten, waren die Kinder sehr, ja, sehr böse eigentlich und haben gesagt, wie kannst du das so machen? Dieses Austauschen, das Sie ansprechen, wünschen Sie sich das denn noch? Oder würden Sie sagen, na, jeder bleibt jetzt erstmal da in seinem Kosmos und sieht, wie er mit dem Leben klarkommt? Oder wünschen Sie sich, dass Sie noch mal in so ein intensives Gespräch mit Ihren Kindern kommen über das, was war? Also über das müsste ich nicht mehr intensiv mit meinen Kindern sprechen. Da gibt es andere Themen. Aber ansonsten merkt man ja selber, dass sich etwas entwickelt oder dass sich etwas verändert. Die Familientreffen, wenn wir so einen Familienausflug machen, organisieren einen Familienausflug oder Namstagsgrillen mache ich dann immer oder Nikolausgrillen, dann kommen immer alle. Und man merkt dann die Dynamik in der Gemeinschaft, wo er nicht mehr dabei ist, ist eine ganz andere. Ist ein neues Leben. Ja. Es ist schön, dass Sie hier sind, dass Sie diesen Weg gefunden haben, dass Sie auch die Stärke hatten. Sie haben gesagt, Sie haben sich klein gefühlt, dass Sie die Stärke hatten, auch heute hier zu sitzen und uns über Ihr Leben zu berichten. Und leider sprechen Sie immer noch, Frau Ohana hat es gesagt, für sehr viele. Umso mehr vielen, vielen Dank dafür, dass Sie die Worte gefunden haben. Geht Reue eigentlich immer mit einem Schuldgefühl einher? So richtig die tiefe Reue auf jeden Fall. Also, dass wir mal bereuen, irgendwie einen Fehler gemacht zu haben und dann so das Gefühl haben, naja, wir haben was draus gelernt, das ist was anderes. Aber so eine tiefe Reue geht immer mit dem Schuldgefühl einher. Mhm. Frau Semmelhag, Herr Reinhold, der Beginn Ihrer Beziehung wurde sehr intensiv von den Boulevardmedien begleitet, das kann man sagen. Wie war das für Sie, über eine längere Zeit Ihr Leben immer auf Seite 1, auch von großen Boulevardmedien zu sehen? Wie war das für Sie? Mein Schatz, du beginnst. Ich könnte jetzt sagen, ich bin erprobt da drin, muss man fairerweise sagen. Meine Zeit in der Erotikbranche liegt 15 Jahre zurück. Mhm. Und es gab den einen oder anderen Moment, wo das eben medial wieder hochgekocht wird. Also ich persönlich lebe im Hier und Jetzt, aber bin natürlich immer noch nach wie vor mit der Vergangenheit konfrontiert. Ich glaube, für dich war es eine neue Erfahrung. Ich habe ihn vorgewarnt, dass das zu irgendeinem Zeitpunkt kommen könnte. Da konnte ich gut mit umgehen. Also, ja, war keine Belastung für so eine junge Liebe? Na, vielleicht muss man ein bisschen anders rangehen. Wenn es nach uns gehen würde, dann wären wir wie andere Paare auch ohne dass große Zeitung mit 4 Buchstaben über uns berichten, hätten wir begonnen unsere Beziehung und hätten die geführt ohne Öffentlichkeit, weil wir die nicht brauchen. Es gab eine andere Person, die Öffentlichkeit gesucht hat, die sitzt heute nicht hier und die hat es in die Öffentlichkeit gebracht und natürlich ist das eine Belastung. Ich war vorher auch in der Öffentlichkeit, so ist es ja nicht, aber ehrlich gesagt, solche Schlagzeilen habe ich vorher nie produziert und deshalb war es für mich schon erstaunlich, was die Öffentlichkeit, zumindest die Journalisten, interessiert hat und was nicht. Damit alle das verstehen, glaube ich, muss man noch mal ein bisschen Ihre Lebenssituation erklären. Als Sie sich kennengelernt haben, waren Sie für die FDP Mitglied des Bundestages. Ja. Sie waren in einer Beziehung mit Ihrer damaligen Lebensgefährtin. Ja, das würde ich ja gar nicht so stehen lassen, damit es sich so bleibt. Die Beziehung war längst aus und vorbei. Und gut, Tatsache ist, Sie hatten mit ihr 3 Kinder.
Als sie sich kennengelernt haben, ist ihre ehemalige Lebensgefährtin in die Öffentlichkeit gegangen, hat dann auch über ihre Vergangenheit als Pornodarstellerin geredet. 1,5 Jahre haben sie das mal in ihrem Leben gehabt und hat außerdem ihnen beiden noch vorgeworfen, also vor allen Dingen Ihnen natürlich, sie betrogen zu haben mit Ihnen, als Sie noch ein Paar waren. Sie haben das in der Öffentlichkeit abgestritten. Aber allein, wenn ich das hier so ausbreite, ist es, glaube ich, klar, das ist etwas, was man nicht in der Zeitung lesen möchte, über all diese Themen zu sprechen. Das braucht man auf keinen Fall. Das braucht man auf keinen Fall. Und deswegen, wir wollen ja auch nicht bei den Schlagzeilen bleiben, sondern Sie kennenlernen. Frau Semmelhag, Sie haben zum Beispiel Immobilien, Fachfrau oder wie heißt es? Damals hieß es noch, ich bin ja auch schon einen Tag älter, Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gelernt. Genau. Habe auch lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet, bevor ich dann quasi den Schritt in die Erotikbranche gemacht habe. Genau. 2007 war das. Und genau, und Sie waren aber noch deutlich früher ja schon in den Medien. Wie sind Sie da reingekommen? Das war quasi Verona Feldbusch, die ich damals bei ihren Sendungen begleiten durfte als Assistentin. Piep zum Beispiel. Sie war noch in der Harald Schmidt Show. Genau, in der Harald Schmidt Show. Das war mein erster Fernsehauftritt seiner Zeit. War auch eine tolle Erfahrung. Bei Verona durfte ich immer mal so durchs Bild laufen. Viel gesagt habe ich nicht. Habe aber gutes Geld verdient, habe mir damals meine erste Eigentumswohnung dadurch finanziert. Und dann kam aber irgendwann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau, heißt ja heute so. Das haben Sie dann auch parallel zu Ihren Medienauftritten gemacht. Und Sie haben auch früh... Parallel würde ich nicht sagen. Ne? Ich bin dann irgendwann mal nach Köln gezogen, bin ja in Bremerhaven geboren, bin dann nach Köln gezogen, habe da meine verkürzte Ausbildung gemacht, denke ich auch ganz erfolgreich abgeschlossen und habe dann eine Zeit lang in dem Beruf gearbeitet, bevor ich dann in die Erotikbranche gegangen bin. Sie hatten auch früh Schönheitsoperationen gemacht. Was haben Sie da alles gemacht? Meine erste Schönheits-OP hatte ich in der Tat mit 18. Ne? Mhm. Damals habe ich mir die Brüste das erste Mal vergrößert. Es sind noch zwei weitere Vergrößerungen gefolgt. Vor 5 Jahren habe ich sie verkleinert. Sie waren noch größer, was hat mich seinerzeit dazu bewegt? Ich glaube, das war die Zeit von Baywatch, Pamela Anderson, die dann im roten Bikini durchs Bild gelaufen ist. Ich fand das immer schön. Ich fühle mich auch heute noch super wohl in meinem Körper. Toi, toi, toi. Mir ist nie was Negatives erfahren. Ist natürlich immer ein Eingriff. Insofern möchte ich nicht auch nicht für solche Operationen sprechen. Aber ich ganz persönlich fühle mich wohl in meinem Körper. Und Sie haben dann Anfang 30, glaube ich, waren Sie, gesagt oder entschieden, in die Erotikbranche zu gehen, Pornofilme zu drehen. Was war da der Anlass? Wie ist es dazu gekommen? Also im Endeffekt war es eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich habe mich wirklich selbstbestimmt beworben bei einer Produktionsfirma. Wurde dann auch gleich, glaube ich, in der nächsten Woche irgendwie schon eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Da gibt es wirklich Vorstellungsgespräche. Und Neugier, sexuelle Offenheit. Aber auch rückblickend mit dem nicht vorhandenen Bewusstsein, dass sich vielleicht auch die Form der Verbreitung, also so wie es heute ist, dass es auf jedem mobilen Endgerät auch kostenlos, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau, abzurufen ist. Das war natürlich damals nicht so. Das war 2007. Ich glaube, da gab es noch Videotheken. Da ist man hingegangen, hat sich einen Film ausleihen können. Und heute ist das natürlich überall präsent. Und das verfolgt mich natürlich. Ich würde jetzt nicht sagen tagtäglich, aber ist natürlich immer wieder ein Thema. Wie hat Ihr Umfeld damals reagiert? Wie haben auch Ihre Mutter oder wer auch immer reagiert darauf, dass Sie den Weg gegangen sind? Meine Mutter war total traurig. Das war mir auch an der Stelle nicht so ganz bewusst, ne, dass ich natürlich meine Familie mit reinziehe, weil sie natürlich auch in der Öffentlichkeit und auch im familiären Umfeld und mit Freunden, Bekannten damit dann auch konfrontiert ist, weil natürlich das auch mit einer öffentlichen Präsenz natürlich einherging. Und sie fand es eben schade, dass ich mich wirklich darauf reduziere. Ne? Haben Sie damals, als Sie bei Harald Schmidt aufgetreten ist, hatten Sie schon Notiz von ihr genommen? Gar nicht. Also ich habe das erste Mal Notiz genommen, als wir uns im politischen Umfeld kennengelernt haben und eine erstaunliche Frau kennengelernt, aber hatte gar keine Ahnung, was sie vorher gemacht hat. Ich glaube, der erste Wink kam aus dem Büro. Mein Büro, das hat gesagt, Achtung, wir wollen dir mal kurz was erzählen, da gab es was, mich hat es nicht interessiert, bin Liberaler, also von da war ich da ganz entspannt. Was ist es denn, was da zusammenkommt? Der Politiker,
dann, wie gesagt, man reduziert es, man nimmt nicht den gesamten Lebenslauf, sondern sagt, da ist die ehemalige Pornodarstellerin, dann ist da eine ehemalige Lebensgefährtin, die es in die Öffentlichkeit bringt. Was macht das offenbar für den Boulevard, aber auch für viele Menschen, für viele Köpfe so interessant, dass es so ein Echo bekommt? Also erstmal ist das Sexthema natürlich für uns Menschen immer interessant und dann wird da sofort dann alles mit Schuld, Reue, Sünde verhandelt. Ja, so, und das spricht uns eben an. Das Interessante ist ja auch, dass da quasi jemand an den Pranger gestellt wird, weil er diese Filme gemacht hat, und die 95%, die sie sich angucken, werden eben nicht an den Pranger gestellt. Das ist auch so eine Sache. Wer muss da bereuen? Da sind wir wieder am Anfang von der Sendung. Los! Zeig Reue, ja, so, und interessanterweise auch wieder die Frau, die da erstmal Reue zeigen soll, die an Pranger gestellt wird. Und das sind so Dinge, da wird unheimlich viel an Wertung, Wertigkeiten, auch an Selbsterhebung des Lesers von solchen Nachrichten auch eine gewisse Scheinheiligkeit verhandelt. Ja, natürlich, es ist absolute Scheinmoral. Und man möchte immer noch so gerne, das ist durchs Internet leider wieder auch schlimmer geworden, so Leute, die eindeutig schlecht sind und die eindeutig zu bereuen haben. Und dann kann man sich selber gut fühlen, weil man zu dieser Schuld sich nicht hat hinreißen lassen oder zu also einer Verfehlung. Und das sind so Dinge, wo wir auch gerne Dinge zuschieben, wer da was zu bereuen hat. Wir wollen ja alles andere als das, nur das sehen. Aber es ist Teil Ihres Lebens und es beeinflusst ja Ihr Leben. Deshalb meine Frage, würden Sie sagen, dass nachdem das in Ihrem Lebenslauf war, Menschen Sie dann auch anders gesehen haben, dass Ihnen vielleicht auch manche Türen verschlossen geblieben sind, weil Leute Vorurteile hatten? Also das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, selbstverständlich. Ne? Es sind sicherlich einige Türen zugegangen und ich habe mir dadurch sicherlich auch, habe mich selber in eine Situation gebracht, immer noch eine Schippe drauflegen zu müssen. Ne? Ich kann sagen, überall, wo ich auftauche oder mit Menschen in Kontakt komme, bin ich eigentlich ein gern gesehener Gast, darf auch gerne wiederkommen. Und insofern ja, würde ich das gar nicht so negativ sehen. Es ist natürlich für mich eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle. Und ich fühle mich dadurch auch nicht schlecht oder habe da irgendwie ein komisches Gefühl. Aber es ist sicherlich so, wenn ich mich jetzt für die eine oder andere Stelle bewerben würde, ganz klassisch, dann muss ich natürlich ja auch immer was reinschreiben in den Lebenslauf. Und der soll ja nicht lückenlos sein. Und insofern, ich glaube, heute googelt man ja auch, ne, bevor man jemanden einstellt oder zum Einstellungsgespräch oder Vorstellungsgespräch einlädt. Insofern ist es natürlich etwas, was Teil meiner Vita ist. Ich stehe dazu und stelle mich einfach den täglichen Herausforderungen. Ich finde, die Schippe drauf hat sie aber besser gemacht. Also das ist ja auch die Frage, was macht das mit einem Menschen? Und ich habe eine Frau kennengelernt, die immer versucht, alles das, was sie anpackt, perfekt zu machen und eben noch mehr und noch genauer und noch akribischer zu sein. Und ehrlich gesagt hat das, zumindest was ich kennengelernt habe von dir, dich einfach noch besser gemacht. Das ist ja auch schön. Also. Wenn Sie das schon beschreiben, Sie haben ja gesagt, Sie haben ja irgendwann den Lebenslauf auf dem Tisch gehabt, da standen Achtung drauf, Sie haben gesagt, für mich kein Problem, ich bin Liberaler. Wie war das denn dann, weil wir wollen ja auch über Ihre Beziehung reden, als Sie sich dann zum ersten Mal persönlich begegnet sind? Sie, der Politiker, der Mentor, Sie waren auch in der FDP, in der Partei, als Praktikantin bei ihm. Wie war das, als Sie sich kennengelernt haben? Praktikantin würde ich jetzt schon mal wegstreichen, ja, was Praktikantin nicht war. Ja, sondern das ist auch so ein Klischee, ne? Tatsächlich war das ein Programm. Tatsächlich, weil es auch so oft zu lesen war, es ärgert einen so ein bisschen. Es war ein Programm, was herausragende Persönlichkeiten Frauen innerhalb unserer Partei fördert und die schneller voranbringt und schneller Netzwerke ihnen zur Verfügung stellt, damit sie besser vorankommen. Also weit weg vom Praktikum. Also dann nochmal, wie war das, Sie als Politiker, Sie als Frau, die gefördert werden will? Jetzt haben Sie die Unterlagen gehabt, aber wie war es, als Sie sich zum ersten Mal begegnet sind? Oh, bezaubernd. Wir wollen über die Politik reden, ne? Gut. Es war, also, als wir uns kennengelernt haben, war es natürlich, es gab mehrere Treffen, die wir hatten und ich glaube, wir haben von Anfang an gemerkt, dass wir mehr zu besprechen hätten als nur die Politik, weil eine Verbindung kam und die kam automatisch. Du hast nicht ohne Grund gesucht. Wir haben mit der Immobilienwirtschaft beide zu tun. Ich habe ein eigenes Bauunternehmen. Wir haben total gleiche Interessenlagen und wir haben festgestellt, dass wir unendlich viel miteinander besprechen könnten und hatten natürlich auch, nicht nur, weil wir beide die Freiheit im Blut und liberales Blut haben, die gleiche Wellenlänge, sondern eben auch, was die Themen betrifft, war das sehr, sehr schön. Und das haben wir von Anfang an irgendwie so eine gewisse Faszination über die Themen schon miteinander gehabt und der Rest kam dann auch so nach und nach. Was war denn Ihr erster Eindruck von ihm? Ich fand ihn unglaublich charmant, sehr intelligent, habe mich gefreut, dass er mir
so viel Zeit geschenkt hat, wirklich Einblicke ins politische Umfeld zu geben. Das war ja die Intention dieses Programms, was eben für ein halbes Jahr lang angelegt ist. Also noch mal kurz zur Erklärung, ne? Man konnte sich da eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite stellen lassen. Ich habe mich eben für Herrn Reinhold entschieden, weil er eben aus der Immobilienbranche kommt und eben auch im Bauausschuss auf Bundesebene vertreten ist oder war jetzt an der Stelle. Und ja, ich fand es nett, den Austausch. Ich habe eine ganze Menge da von ihm gelernt und habe dann irgendwann festgestellt, zwischen all dem, was ich immer aufschreiben musste, ne, ich musste am Anfang immer ganz viel mitschreiben, habe ich aber auch, war sehr wissbegierig, habe ich ihm auch immer öfters mal in die Augen geguckt. Und ja, sich das halt, das kennt ja jeder von uns, ne, wie sich das dann halt irgendwie so entwickelt. Ne? Das dann irgendwie. Und haben Sie schon geahnt, dass das kompliziert werden kann? Weil da noch diese Beziehung ist. Sie haben gesagt, das war schon vorbei. Das können wir heute auch sowieso nicht klären. Aber da sind es diese Kinder. Haben Sie schon gedacht, das wird kompliziert? Oder konnten Sie sich gleich voll einlassen, beide? Also kompliziert, was sozusagen meine Vergangenheit betrifft, das nein. Weil das war lange vorbei und tot. Da würde ich eher so, ist was ganz anderes. Ihnen ist Schreckliches passiert. Aber man stellt sich regelmäßig die Frage, Fehler machen ist ja in Ordnung. Sonst genießt man das Leben vielleicht auch nicht doll genug. Aber warum man aus Fehlern nicht schnell genug lernt und Sachen beendet, die eigentlich vorbei sind, das ist eine andere Geschichte. Und deshalb, als wir uns kennengelernt haben, war ich zumindest frei vom Kopf und konnte ganz entspannt mich darauf einlassen. Und was dann kam, also was sozusagen, als Anina mir das erste Mal gesagt hat, kannten wir uns schon besser. Da könnte was kommen, hast du ja vorhin auch gesagt. Da könnte auch der eine oder andere vielleicht ein Interesse dran haben an dieser Kombination von uns beiden. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ehrlich gesagt auch egal. Weil, was hat Sie so fasziniert? An ihr? Was fasziniert mich bis heute? Also es wird dem Publikum ja hier auch so gegangen sein, wenn Anina einen Raum betritt, dann flutet sie den Raum quasi mit Licht und Erscheinung und ist ein blitzgescheiter Kopf. Sie bezaubert mich immer mit ihrem Detailwissen, mit alledem, wie genau sie Sachen beobachtet und auch hinterfragt. Und sie ist ein Mensch, der die Sachen sehr, sehr offen den Menschen gegenübertritt. Und mach mich nicht verlegen. Das gehört aber mit dazu. Und dazu kommt noch, dass sie ganz wunderbar aussieht und ein total liebevoller Mensch ist. Das ist eine Liebeserklärung. Und umgekehrt. Vielleicht noch mal ganz kurz an die Frage, die Sie gestellt haben. Also ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ne, die gehen zur Schule, die werden da auch konfrontiert. Und da hat man sich natürlich schon gefragt, ne, das, will man da die Verantwortung übernehmen, dass die dann mit all dem dann auch konfrontiert werden. Ich glaube, wir sind nicht die Sendung, die jetzt im Einzelnen über ihre ehemalige Lebensgefährtin reden würde. Wie gesagt, sie ist auch nicht hier. Wir kriegen immer nur den einen Teil der Wahrheit jetzt natürlich mit. Das ist klar, dass wir es hier nicht klären können. Wenn wir über Bereuen sprechen, dann nur so viel, was Ihre Gefühle angeht. Sie waren ja in Ihre ehemalige Lebensgefährtin ja auch mal verliebt. Es gibt drei Kinder. Wie sehr hätten Sie sich einfach gewünscht und bereuen Sie es, dass es keine Form des Auseinandergehens gegeben hat, die ohne Verletzungen vonstatten gegangen ist, auch im Sinne der Kinder, auch im Sinne von allen? Also wer wünscht sich das nicht? Natürlich, man hat zusammengelebt irgendwann mal und hat sich verstanden. Und dann ist es an der Zeit, wenn man auseinandergeht, eben auch diesen Weg friedlich zu wählen. Das wäre natürlich das Sinnvollste. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der Zeitpunkt war das Schwierige. Also man hätte das längst beenden können, als es zu Ende war. Und das ist viele Jahre her. Und das ist eher die Schwierigkeit dabei. Also das ist und, das, was Sie bereuen sozusagen? Das auf jeden Fall. Da hätte man viel, viel eher erkennen können, dass es vorbei ist, ja. Ist es denn grundsätzlich richtig zu gehen, wenn man spürt, die Liebe ist woanders? Auch wenn es woanders Verletzungen gibt, auch wenn es Kinder gibt? Definitiv. Also man kann da so eine tote Beziehung nicht hinauszögern. Auch teilweise machen das Leute, weil sie dem anderen nicht so wehtun wollen. Und dann macht man doch wieder falsche Hoffnungen. Also wenn was vorbei ist, immer klar aussprechen. Das ist unheimlich wichtig. Und dann auch wirklich klare Grenzen ziehen. Es ist natürlich was anderes, wenn drei gemeinsame Kinder da sind, wird man den anderen Menschen nie ganz los. Ja? Man hat gemeinsam mit diesen Menschen Kinder und trifft sich dadurch natürlich auch immer wieder, nimmt am anderen Leben teil. Weiter. Und da muss dann noch klarer gesagt werden, aber Liebe ist eben hier nicht mehr da. Das muss eben ganz klar gemacht werden. Und häufig ist man da vorsichtig, weil man merkt, der andere leidet mehr drunter. Oft leidet einer mehr drunter bei so Trennungen. Herr Reinhold, Sie haben mittlerweile Ihr Amt als FDP-Schatzmeister in Mecklenburg-Vorpommern und auch Ihren Bundestagsmandat niedergelegt.
Auch weil Sie sagen, Sie sich mehr auf Ihre Firma konzentrieren wollen. Aber es gab auch politischen Druck, oder? Von sogenannten Parteifreunden, diesen Schritt zu gehen, weil die das nicht so gerne gesehen haben? Also tatsächlich war der Hauptgrund wirklich ein wirtschaftlicher fürs Unternehmen. Ich habe ein Familienunternehmen, was ich führe. Da habe ich Verantwortung für Menschen. Und mir geht es wie allen anderen. Wir haben Fachkräftemangel. Also jeder Maurer und Trockenbauer kann sich gerne bei mir bewerben. Bauleiter nehme ich auch noch mit dazu. Tatsächlich war dieser Mangel an Fachkräften, Nachfolgeregelungen, die nicht funktioniert haben, führte dazu, dass ich wieder ran musste. Weil meine Firma, die ist immer da. Ein politisches Mandat, das sollte jedem klar sein, hat man auf Zeit. Dieses Bundestagsmandat hatte ich auf Zeit. Aber es ist richtig, es gab bestimmt einige, die in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, super, dass er geht. Bei Ihnen ist es ja dann auch sehr positiv weitergelaufen. Sie wurden bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein so mit gut 10%, 11% der Stimmen als Mitglied in das Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn gewählt. Würden Sie sagen, dass Ihnen diese Aufmerksamkeit, die mediale Präsenz vielleicht sogar genutzt hat? Ich glaube, da gibt es sicherlich welche, also wenn man jetzt die Wählerinnen und Wähler betrachtet, ne, also die das eher negativ sehen, aber vielleicht auch Menschen, die dann sagen, Mensch, die wähle ich jetzt, die kenne ich irgendwie, ne, auf kommunalpolitischer Ebene, ne, hat das ja viel mit der Person zu tun. Ich habe natürlich die letzten 10 Jahre, was ich ja vorhin schon gesagt habe, im Immobilienbereich da viel gemacht. Mit allen möglichen Institutionen war ich dort im Austausch und insofern kennen die Leute mich da auch vor Ort. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sie mir ihr Vertrauen dann mit ihrer Stimme geschenkt haben. Ich darf ja noch hinzufügen, dass ich aber auch für den Kreis gewählt wurde. Also ich habe im Moment 2 politische Mandate und habe da auch, wenn wir jetzt noch mal über die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Partei sprechen, einfach nur den Zuspruch, den Rückhalt, weil die mich eben als Anina kennen, ne, die nicht nur diese eine Facette in ihrem Lebenslauf stehen hat, sondern einfach als eine Person, die sich einsetzen will für unsere Gesellschaft. Wir haben so viele Probleme zurzeit und Herausforderungen, die wir uns stellen müssen und das ist jetzt schon fast eine Wahlrede, muss man sagen. Nee, das wollte ich so nicht sagen. Aber Leute, die 11% in Zeiten der Ampel bringen, sind willkommen in der FDP zurzeit. Das ist Also kann man ja auch nur Gratulation sagen. Was kommt denn noch? Also ich habe hier so viel gehört, da gibt es die Enkelkinder, da gibt es diese Partnerschaft. Was treibt Sie an? Was sind privat Ihre Wünsche und Träume, die Sie sich erfüllen wollen? Also ich glaube, geschäftlich durchstarten, das ist so, also mit gemeinsamen Projekten. Wir haben einzeln bewiesen, dass wir es können. Anina hat eine Firma, die top läuft. Ich habe eine Firma, die gut läuft. Und ich glaube, dieses jetzt wollen wir nochmal gemeinsam Projekte umsetzen in einer neuen Firma. Das ist, glaube ich, uns wichtig, ne? Weil diese Interessenlage, die uns am Anfang so fasziniert hat, die wollen wir umsetzen. Und privat lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Ich bin mir sicher, die nächsten Jahrzehnte noch eine ganze Menge. Was sind Ihre Wünsche, Träume privat? Also grundsätzlich natürlich, das ist immer so, dass man sagt, na, gesund und glücklich zu sein, das bin ich und dass das die nächsten Jahre so läuft und jedem Widerstand, dass wir dem auch standhalten. Vielen Dank, dass wir Sie kennenlernen konnten, auch über die Schlagzeilen hinaus. Vielen Dank, Frau Sendler-Hartmann. Wenn sich die Werte in der Gesellschaft ändern, ändern sich eigentlich dann auch die Situationen, in denen wir Reue empfinden? Definitiv, das ist so. Also ganz deutlich können wir das eben an der Rolle der Frau in der Gesellschaft beobachten. Das ist in meiner Lebensspanne passiert, dass da sich ganz viel geändert hat. Was für mich als junges Mädchen noch galt, was man zu bereuen hatte, ist heute zum Glück nicht mehr so. Und es sind auch sicher solche Geschichten und solche Fälle, eigentlich alle hier heute Abend, wo man sagen kann, okay, das sind Dinge, die bringen was voran. Also da wird was anderes gelebt. Da merkt man aber auch noch, wie stark die falschen, alten Reuewerte in der Gesellschaft sind, die man mal in Frage stellen sollte. Noch dazu, wenn sie eben so ungleich verhandelt werden für Männer und Frauen. Ja, so, also so eine komische Idee von, wie das Leben zu sein hat, da haben ja hier quasi alle dagegen aufbegehrt. Und manche mit dann mehr Reue und manche mit weniger. Und man kann das immer wieder verhandeln. Wer sagt mir denn eigentlich, was ich zu bereuen habe und wer nicht? Ja. Steven, Sie sind erst vor knapp 4 Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja. Wie würden Sie das beschreiben? Sie waren ziemlich lange im Gefängnis, auch bei der letzten Haftzeit. 8 Jahre, 7 Monate. 8 Jahre, 7 Monate. Wie waren die ersten Schritte in Freiheit nach so langer Haft? Boah, es sind 4 Monate und ich kann immer noch nicht sagen, dass ich angekommen bin. Alles ist neu für mich. Weil ich ein ganz anderes Leben führe als früher. Weil früher war ich der Kriminelle.
Und während dieser Haftzeit habe ich irgendwann entschieden, beziehungsweise ganz am Anfang entschieden, das kann so nicht weitergehen, weil ich mich vor mir selber geekelt habe, schwere Gewalttat und davor Betrug. Das ist ein Riesenunterschied. Und früher habe ich in den Tag hineingelebt und hatte ja Geld. Wenn ich Geld brauchte, habe ich mir welches geholt. Ich bin in der Internetzeit aufgewachsen. Ich habe früh damit angefangen. Das war alles sehr einfach. Und ja, wie gesagt, wenn was gebraucht wurde, hat man sich's einfach genommen. Sie sind ja auch erstmal bei Ihrer Mutter untergekommen. Wie ist ja, dieses? Ich mich geschämt. Ja, warum? Mit 41, damals war ich noch 41, vor 4 Monaten damals, war ich noch 41 und musste zu meiner Mutter ziehen, als erwachsener, gestandener Mann. Also ich habe mich dafür geschämt. Ich war unendlich dankbar, dass meine Mutter mich nach dem ganzen Mist, den ich gebaut habe, noch aufgenommen hat und zu mir steht und zu mir gestanden hat die ganze Zeit. Aber trotzdem habe ich mich geschämt. Wie sind Sie aufgewachsen? Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, ich bin gut bürgerlich aufgewachsen. Mein Vater war bei der Luftwaffe, war wenig zu Hause, viel in Einsätzen, war ein Bilderbuchsoldat, möchte ich mal sagen. Immer gerade, immer Regeln. Meine Mutter ist so ziemlich die liebste Person, die ich auch je kennenlernen durfte. So, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu lieb. Das hat mir natürlich viel Freiheiten gegeben als Kind, wenn mein Vater nicht da war. Sie haben dann auch den Hauptschulabschluss gemacht, den Realschulabschluss, haben Versicherungskaufmannlehre begonnen, Fachmannlehre begonnen. Das klingt alles erstmal ziemlich solide. Wie sind Sie dann auf die schiefe Bahn gekommen? Als ich diese ganzen Sachen gemacht habe, war ich schon kriminell. Ja? Das habe ich ja nur gemacht, um den Schein zu wahren. Ah. Genauso wie die Selbstständigkeiten später. Ich habe quasi zwei Leben geführt. Ich habe zu Hause bei meiner Partnerin immer denjenigen vorgespielt, den die haben wollten und der ich auch gerne sein wollte. Ne? Und im Geheimen habe ich die Kriminalitäten, also diese ganzen kriminellen Sachen gemacht. Was haben Gelder Sie gemacht? Also es ging um Internetbetrug, Veruntreuung von Geldern. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gemacht habe. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Also um welche Summen geht es? Die größte Sache war mit einem Mittäter zusammen. Der Mittäter war damals Rechtsanwalt und Notar. Und da habe ich mitgewirkt und da war die Anklagesumme 7,9 Millionen. Wow. Wer waren die Geschädigten? Wer waren die Opfer? Es gab ganz viele Opfer. Es waren natürlich Firmen, es waren bürgerliche Menschen, die ihr Haus kaufen wollten und das über Notar abwickeln wollten. Und was im Nachhinein rausgekommen ist, ist, dass derjenige auch noch Geldwäsche betrieben hat, ganz lange. Und das Geld auch mit verschwunden ist, wodurch dann am Ende die Probleme kamen auch. Was heißt das denn, Internet? Also haben Sie Leute in was reingelockt und dann beschreiben Sie es einfach mal, dass wir uns das vorstellen können. Also zur damaligen Zeit habe ich einfach alles gemacht, was ging. Ich habe fingierte Sachen verkauft, ich habe mir Zugänge zu Konten besorgt und habe die leergeräumt. Ganz am Anfang sogar noch Überweisungsträger gefälscht. Ich habe einfach nichts ausgelassen. Wirklich, was es bezüglich des Betruges gibt, von A bis Z habe ich gemacht. Und was haben Sie, Sie haben gesagt, Ihre Partnerin wusste nichts davon. Nein. Was haben Sie ihr gesagt, wo das ganze Geld herkommt? Naja, ich war ja immer im Beschäftigungsverhältnis, beziehungsweise dann selbstständig. Aber aus der Ausbildung bekommt man ja nicht so ein paar Millionen, ne? Also nee, das hat man ja auch nie so ganz auf die Kacke gehauen, ne? Sondern immer etappenweise, stückweise. Man hat auch nicht immer gesagt, es ist Geld ohne Ende da, ne? Sondern das war schon ein Spiel, was man gespielt hat, ne? Haben Sie Angst gehabt, dass man Ihnen auf die Schliche kommt? Ist diese Angst ein ständiger Begleiter gewesen? Diese Angst ist ein ständiger Begleiter. Aber es ist, wenn man so ein Leben führt, dann hat das auch viel mit Manipulation zu tun. Ne? Ich habe meine Partnerin, meine Familie, ich habe alle um mich herum einfach immer so weit manipuliert, dass sie mir alles geglaubt haben. Gab es ein Unrechtsbewusstsein? Damals nicht. Auch obwohl es die Liebsten waren, die Partnerin, die Eltern, alle? Nein, es hat mir ganz viel gegeben. Das ist dann wieder der Narzissmus. Diese Bestätigung, die damit einhergeht, dann, ne? Ah ja, du machst das ja alles gut und es läuft und das stopft dieses Loch dann so ein bisschen. Irgendwann den Rest kauft man dann tolle Sachen. Irgendwann ist die Polizei Ihnen dann auf die Schliche gekommen. Wie lang war Ihre erste Haftstrafe?
Die erste Haftstrafe war 11 Monate, das war überwiegend U-Haft. Und danach war ich 5 Jahre. Und ja. Ja, Sie waren in der Haftlockerung, ja, sind dann noch mal geflohen, dann kam noch mal eine Strafe drauf. Genau. Also es gab es denn in dieser Zeit dann schon eine Einsicht, das ist der falsche Weg? Nein. Ich wollte einfach so weiterleben. Es war Kriminalität, auch wenn jeder Kriminelle, den Sie vielleicht so kennenlernen, irgendwann sagt, ja, ich habe das für die Familie getan oder ich habe das für den. Und deswegen Kriminalität, solche Sachen sind purer Egoismus. Ist das auch nach Ihrer Erfahrung so, dass viele nach Straftaten erstmal nicht bereuen und die Erklärung vielleicht lieber woanders suchen? Definitiv. Also das ist so eine typische Verdrängungs-, Vermeidungsstrategie. Mhm. Ich bin das Opfer der Umstände. Man inszeniert sich oft selber noch als Opfer. Und das ist aber auch der entscheidende Punkt im Strafvollzug oder in der Rehabilitation, wo dann auch Haftstrafen gekürzt werden, ist wirklich das ehrliche Gefühl der Reue. Also daran merken wir Psychologen oder der Strafvollzug insgesamt, okay, da ist wirklich jemand bereit, sich seine Schuld anzugucken. Und nur solche Menschen kann man wirklich ernsthaft resozialisieren. Auch Reue kann auch sehr gut vorgetäuscht werden, aber es ist etwas, wo wir Menschen uns wirklich schlecht täuschen lassen. Das ist so entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass da jemand Einsicht hat in das, was er getan hat, was er anderen angetan hat. Haben wir ein großes Feingefühl und daran hängt dann eben auch im Strafvollzug, ob wir jemanden wieder in die Gesellschaft entlassen und wie weit er dann sich bemüht, das auch wieder gut zu machen. Nicht mal ein Jahr, nachdem Sie die beiden Strafen abgesessen haben, gab es ein weiteres schweres Verbrechen. Was ist an diesem Tag im Oktober 2014 passiert? Ich habe mich aus einem inneren Zwiespalt in eine Situation manövriert, wo es dann letztendlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen ist, weil ich einfach die Kontrolle verloren habe. Die Kontrolle über mein Handeln, die Kontrolle über alles. So, ich hatte die Pistole auf der Brust, ich wollte meine Partnerin nicht enttäuschen und habe mich letztendlich dazu entschieden, jemanden zu mir zu locken unter falschen Voraussetzungen und wollte ihm Geld wegnehmen. Habe überhaupt nicht über die Konsequenzen nachgedacht, auch das, wenn ich ihm das Geld abgenommen habe, ja, dann trotzdem die Polizei kommt. Ich war einfach... Was ist dann passiert? Also er ist gekommen. Wie hat es sich dann weiterentwickelt? Genau, er ist gekommen. Ich hatte immer noch diesen Zwiespalt, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Habe ihn lange warten lassen. Habe mich dann irgendwann entschieden, weil dann auch wieder SMS kam, beziehungsweise WhatsApp, reinzuholen. Dann haben wir noch anderthalb Stunden in meiner Küche gesessen und Kaffee getrunken und diskutiert. Ich habe manipuliert, ich habe ihn hingehalten und letztendlich habe ich dann irgendwann währenddessen die Entscheidung getroffen, so, ich baue mich jetzt vor ihm auf, nehme ihm das Geld ab, der wird schon eingeschüchtert genug von meiner Person sein und von meinem Auftreten, dass er mir das einfach gibt und verschwindet. Das war nicht so. Es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen, wir haben uns geschlagen durch mein Haus, irgendwann wurde ein Messer gezogen und ab da bin ich komplett ausgerastet. Ich habe ihn dann mit dem Messer verletzt. So schwer verletzt, dass er im Krankenhaus gelandet ist. War da keine Hemmschwelle, mit dem Messer zuzustechen? In dem Moment nicht. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich habe das Messer nicht gezogen, aber ich habe ihn mit dem Messer verletzt. Wie schwer war er verletzt? Er musste ins Krankenhaus, er hat eine Narbe im Gesicht und eine Narbe in der Nähe von der Leber. Der Schnitt in der Nähe von der Leber war potenziell lebensgefährlich. Er wurde nach 12 Stunden wieder entlassen, aber... Die Narben und die Verletzungen sind ja nur die äußerlichen Verletzungen, die ich ihm zugefügt habe. Er hat Angst um seine hatte Angst um seine Familie. Er hat, ich weiß bis heute nicht, wie er das verarbeitet hat. Sie wurden dann wegen schwerem Raub und versuchten Mordes verurteilt. Genau. Waren über 8 Jahre, Sie haben es gesagt, im Gefängnis. Da hat man viel Zeit nachzudenken. Worum sind Ihre Gedanken dann gekreist? Naja, es war schon relativ schnell am Anfang in der U-Haft, wo ich in den Spiegel geguckt habe und mich vor mir geekelt habe. Dass ich das zugelassen habe, wie es dazu kommen konnte, was aus meinem Leben passiert ist, geworden ist. Und habe Revue passieren lassen und habe gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter, du musst jetzt was ändern. Ansonsten wird es entweder noch schlimmer oder endet in ewiger Haft. Also haben Sie da zum ersten Mal bereut? Da habe ich zum ersten Mal bereut. Und wenn man dann
alles zulässt, wenn man sich den Spiegel vorhält und wirklich alles, auch die kleinen Taten, die im früher passiert sind, es waren ja nicht alles nur große Sachen und schwere Sachen, sondern ganz viele kleine, im Großen kleine Summen, wo ich aber vielen Menschen wirklich wehgetan habe. Wie schwer war das, sich das einzugestehen, dass Sie der waren, der das alles gemacht hat? Das, ich würde gar nicht sagen war. Ich glaube, das ist ein Prozess, der wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende vielleicht dauern wird. Ja, hat sich aber gezeigt, dass ich während der Haftzeit die ganzen 8 Jahre so gut wie nicht geschlafen habe. Ich habe, wenn ich einen guten Tag hatte, habe ich mal 4 Stunden geschlafen. In der Regel waren es aber so 2, 2,5. Ich bin dann immer so um 4 Uhr eingeschlafen und um 6 Uhr ging die Tür wieder auf. Wie erklären Sie sich das? Naja, die Gedanken kreisen. Man muss, wie gesagt, man lässt das ja alles zu. Also getrieben und von der Rastlosigkeit. Genau. Und haben Sie, schlafen Sie jetzt besser? Ich schlafe nicht viel mehr, aber ich schlafe, ich bin ausgeruhter nach dem Schlaf. Weil ich bin frei jetzt. Frei von Manipulation. Ne? Natürlich, jeder manipuliert immer irgendwie. Ne? Das kann, da kann sich keiner von frei machen. Egal was, ist ja auch nicht immer schlecht, habe ich gelernt, dank meinem Psychologen. Ich habe mir in der Haft Hilfe gesucht, habe tatsächlich, wie Herr Semmelrogge, auch nicht das gemacht, was die Haft wollte, weil das wäre für mich Zweckverhalten gewesen. Die wollten mich in eine Sozialtherapie stecken, mit Sexualstraftätern zusammen, da habe ich mich geweigert, weil ich mir helfen lassen wollte, ich wollte mich nicht weiter schädigen. Habe dann irgendwann psychologische Einzelgespräche bekommen mit einer Psychologin und später mit einem Psychologen. Und das habe ich über die ganzen Jahre gemacht. Auch jetzt bin ich noch in Therapie, für den Fall, dass mal was passiert, dass irgendwelche Situationen kommen, die ich vielleicht dann doch nicht so steuern kann, bin ich weiterhin in Therapie. Sie hatten auch Kontakt zum Verein Gefangene helfen Jugendliche. Genau. Welche Rolle hat der gespielt und spielt noch? Ich habe während der U-Haft, in U-Haft ist man ja sehr eingeschränkt in seinem Handeln, man darf ja auch nur bedingt Kontakte haben, das entscheiden alles die Richter, habe ich in der Zeitung gelesen, dass in der JVA Hannover dieser Verein gegründet wurde. Dass der Verein schon viele Jahre vorher in Hamburg existierte, von ehemaligen Inhaftierten gegründet wurde. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich nach Hannover komme in Strafhaft, dann bewirbst du dich dafür, weil ich habe so lange genommen, ich will was zurückgeben. Und die Arbeit mit den Jugendlichen war für mich das Einzige, was so Sinn gemacht hat. Wir arbeiten mit straffälligen Jugendlichen, beziehungsweise Jugendlichen, die auf der Klippe stehen. Und ich fahre an die Schulen mittlerweile, fahre an die Schulen und mache Präventionsmaßnahmen. In Haft war es so, dass Schulklassen reingekommen sind in die JVA, durchlebt haben, wie der Haftalltag für die Besucher ist. Weil es wird ganz viel über Empathie gesprochen, weil es gibt nicht nur das Opfer, was man schädigt, sondern die Familie und alles drumherum. Und bin in diesem Projekt in Haft dann relativ schnell der Moderator der Gruppe geworden. Hab dann also die Gruppe, sobald die Jugendlichen auf uns Inhaftierte getroffen sind, moderiert, hab durch den Tag geleitet. Und das hat der Gründer von Hamburg gesehen und erkannt und hat gesagt, Steven, wenn du entlassen wirst, dann stelle ich dich ein. Und er hat Wort gehalten. Und jetzt habe ich eine Woche nach meiner Entlassung den Vertrag unterschrieben und arbeite seither hauptamtlich mit Jugendlichen. Wir fragen uns ja, nichts zu bereuen. Sie bereuen, das haben Sie ganz klar gesagt. Es gibt aber natürlich auch Ereignisse, die vielleicht zu bereuen sind. Ihr Vater ist zum Beispiel verstorben. Sie, während Sie in Haft waren, konnten Sie sich noch von ihm verabschieden? Waren Sie? Nein. Meine Schwester ist 2006, als ich das erste Mal in Haft war, verstorben. Mein Vater ist jetzt, 2019, verstorben. Ich konnte mich nicht ich hätte mich verabschieden können. Hätte dann so ausgesehen, dass ich Hand- und Fußfesseln gehabt hätte und einen Bauchgurt gehabt hätte. Und ich wollte einfach nicht, dass mein Vater, dass das das Letzte ist, was mein Vater von mir sieht. So hatte mein Vater mich in Erinnerung. Er hat mich beim Gericht das letzte Mal gesehen. Mein Vater konnte mich auch nicht besuchen. Und ja. Ist das besonders schlimm, weil das ja so Momente sind, man kann sich im Nachhinein bei Leuten entschuldigen, aber die kann man ja nicht nachholen.
Ne? Ist das besonders schlimm, an solche Situationen zu denken? Das ist besonders schlimm, ja. Ich habe eine Tochter, die habe ich nie aufwachsen sehen. Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Ich weiß nicht mal, ob sie von mir weiß. Es gibt so vieles, was ich bereuen muss, was mich selber betrifft, aber eben auch die Opfer. Wie gesagt, wenn man das zulässt, dann ist das wirklich harte Arbeit. Ihre Mutter hat Sie aufgenommen. Haben Sie intensiv mit ihr gesprochen? Wie sind die Gespräche verlaufen? Haben Sie sich entschuldigt oder wie war das? Ich habe mich entschuldigt. Meine Mutter hat mich die ganze Haftzeit über auch besucht. Mhm. Ich habe mich natürlich entschuldigt. Wir haben uns ausgesprochen. Haben quasi bei Null angefangen. Meine Mutter hat auch gelernt, über Sachen zu reden. Das war bei uns nicht immer so gegeben. Ich habe nie drüber geredet. Meine Mutter hat auch lieber nicht drüber geredet, weil es unangenehm war. Das haben wir beide gelernt, ich durch die Therapie. Und meine Mutter, weil ich es ihr auch ein Stück weit aufgezwungen habe. Dann, Müssen Sie erstmal Vertrauen aufbauen? Ja, definitiv. Ne, meine Mutter wird das, das waren einfach zu viele Jahre. Ne, ich bin mit 24 das erste Mal in Haft gekommen, 23, 24. Und ich bin jetzt 42. Ne? Es sind 15,5 Jahre, die ich in Haft verschwendet habe. Wie ist das hier in der Runde, wenn jemand aus der Haft kommt und Sie wissen, der hat jemanden mit dem Messer verletzt, wären Sie da gleich so vorbehaltlos offen oder wäre da eine gewisse Zurückhaltung bei Ihnen? Na klar, wäre da eine Zurückhaltung, also keine Frage. Ich glaube, da kann sich keiner von freimachen, so sehr wir uns auch wünschen würden, es wäre vielleicht anders. Aber wie oft ist es in der Gesellschaft so? Wir sagen uns alle, wir sind tolerant und weltoffen, geben jedem eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte. Aber wenn es drauf ankommt, tun wir uns, glaube ich, alle manchmal ziemlich schwer. Und ich glaube, wenn Gewalt im Spiel ist und jeder um Leib und Leben vielleicht doch so ein bisschen drüber nachdenkt und Angst hat, dann wird es umso schwerer. So sehr man sich wünschen würde, es wäre anders. Sie haben ja auch Gefängnisaufenthalte hinter sich. Das lässt Sie nicht vergleichen. Sie haben niemanden mit dem Messer verletzt. Das waren ganz andere Delikte. Aber haben Sie auch manchmal so das Gefühl gehabt, dass Leute Sie anders angeguckt haben, wenn Sie aus dem Knast kamen oder wenn Leute das mitbekommen haben? Bei mir wurde ein Riesen auch wie soll ich sagen, wie viel Medienrummel war das natürlich. Das ist ein ganz klar mediales Ereignis. Ich hab natürlich klar, jeder Mensch baut Mist und dazu stehe ich. Und deswegen, dass ich da jetzt, ich habe jetzt keine Lage ausgenutzt von irgendwelchen Menschen, Notlagen oder so, und mich bereichert oder im Gegenteil. Ich hab mich selber geschädigt durch meine Dummheit oder meine Fahrlässigkeit oder billigend in Kauf genommen oder weil ich einfach meine Freiheit mir genommen habe, anarchistisch. Und dafür habe ich halt bezahlt. Aber es ist, ich habe halt auch gemerkt, dass man irgendwann erwachsen werden muss. Oder der Partner zeigt einem das. Du bist halt kein Kind mehr. Und das kannst du im Film machen, aber sonst musst du halt hart bezahlen. Und die Freiheit ist das höchste Gut. Also Sie haben da ja einen Prozess durchgemacht, das hört man raus, auch mit anderen zusammen, auch mit Ihrer Partnerin, wie Sie es beschreiben. Ist das etwas, was dann auch einfach noch kommen muss? Sie haben gesagt, Sie sind noch gar nicht richtig angekommen, Steven. Also bei aller Offenheit müssen dann auch Taten folgen, muss dann langsam wieder Vertrauen kommen. Sie haben gesagt, Reue ist die Voraussetzung für Resozialisierung, aber müssen dann Taten kommen, muss Vertrauen langsam wieder aufgebaut werden? Ja, es ist zum einen das Vertrauen wieder, um Bindungen einzugehen und tragende Beziehungen. Aber das andere ist auch, was Sinnvolles zu machen. Also die Reue gelingt nur, wenn man wirklich das Gefühl hat, eben, ich habe so viel genommen, jetzt möchte ich gerne was geben. Also man muss auch für sich selber wieder Vertrauen gewinnen, indem man sich zum wertvollen Mitglied macht, ja, was daraus gelernt hat. Anfängt, Rücksicht zu nehmen auf eine Partnerin. Und je älter wir werden, umso mehr wissen wir eben auch, dass das eigentlich im Leben ausmacht. Und oft passieren eben Sachen in jungen Jahren. Man guckt eben, wie weit man gehen kann. Man hat noch nicht so die Wahrnehmung für die anderen, was man denen antut. Und das ist eben im Reueprozess dann ganz wichtig, seinen Platz zu finden, der anderen auch was gibt. Vertrauen Sie sich schon selbst? Ich habe es tatsächlich in den letzten Monaten ein bisschen gelernt, weil
Ich habe ja gesagt, ich muss alles neu lernen, zum Beispiel mit Geld umgehen und sowas. Ne, ich verdiene jetzt Geld, ich zahle meine Miete, ich habe eine Wohnung gekriegt dann irgendwann und habe noch Geld über und kaufe bedacht. Also es ist nicht mehr so, dass ich mir irgendwelche Luxusartikel kaufe, sondern ich spare jetzt auf Sachen und das musste ich halt lernen und lerne ich auch immer noch. Mhm. Ne, und das, deswegen, dadurch, dass das klappt, vertraue ich mir auf jeden Fall. Sie haben ja gesagt, Sie haben in Ihrer Mutter einen Halt, Sie haben in Ihrer Aufgabe einen Halt. Sie haben auch gesagt, Sie sind Vater, Sie haben eine Tochter. Wünschen Sie sich da auch Kontakt? Ja, muss ich aber jetzt ganz offen und mit Knastworten sagen, da hatte ich die Eier noch nicht für. Hm. Ne? Wie alt ist sie denn? 20. 20. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Mit anderthalb. Mit anderthalb. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob sie von mir weiß. Wenn ich diesen Schritt wage, dann werde ich auch erst an die Mutter rantreten. Mhm. Aber eine Baustelle nach der anderen. Mhm. So, ich will auch was vorweisen können. So, ne? Und also das baue ich gerade auf. Ja. Früher war immer mit dem Kopf durch die Wand und es musste alles sofort sein. Und das musste ich auch lernen. Jetzt mache ich das Schritt für Schritt. Das hört sich aber doch ganz gesund an. Dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Glück auf Ihrem Weg und alles Gute bei Ihrem Neuanfang. Vielen Dank an Sie, Steven, und vielen Dank an die gesamte Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Die Krankheit in mir. Jetzt geht's weiter mit der guten Unterhaltung. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.